Das war ehrlich nicht geplant. Ich wusste gar nicht, dass es geht, aber okay. So, hier kann ich jetzt durch und hier kann ich... Also muss ich dann das Blut geben, ja? Das ist ja nett. Darf sie mich beißen, damit da ein Blut reinkommt, oder wie? Halleluja. Oder halt, ich muss genug Leben dafür haben. Ich muss genug Leben dafür haben, das ist es. Gut, deswegen sind die Ghule da. Ich wollte schon sagen, sonst macht das gar keinen Sinn alles. Ja, kenne ich schon. Kann ich das überspringen? Ja, sehr schön. Gut, also Ghule aus Augen. Wenn ich denn dazu komme hier. Au, nicht mich zerhauen hier, ich will euch nur aussaugen. Au, 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 au. Weg. Alter, die machen mir mehr Schaden, als dass ich diese aussaugen kann hier. Ah, oh, ist doch nicht wahr. Also Camilla, Laura, ich sag immer Camilla zu ihr. Laura ist eine scheiß Kämpferin. Laura. Kann ich nicht überspringen. You cross to the other side and look for Camilla's blood. Aber nach wie vor die nächste Sequenz. Wenn sie nur nicht so eine beschissene Kämpferin wäre. Dann wäre das alles gar kein Problem. Ah, warte, 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 warte. Nein, jetzt habe ich ihn getötet. Natürlich. Weißt du, da habe ich mal einen hier so ohnmächtig gemacht und sowas. Und dann töte ich ihn auch noch. Sie hatte ja im Prinzip ein ziemlich gutes Ausweichdings. Nur sind die Ghule auch ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Und sie laben sich an irgendwelchen komischen Zeug hier. Das ist nicht gut. Oh nein, wieder getötet. Ist doch nicht wahr. Nicht so viel rumkotzen hier, mehr sterben. Genau, nein. Da drücke ich immer zu schnell. Viel zu schnell. So, jetzt aber. Aussaugen. Und ganz heftig Y drücken hier, so schnell ich kann. Wir sollten einigermaßen volles Leben haben. Loslassen. Jetzt kann das noch böse enden. Ups. Mehr gibt's nicht. Gut, dann schauen wir, ob das gereicht hat. Blutopfern. Ja gut, da muss ich halt noch mehr davon töten, natürlich. Ist ja eine Kack-Drecksaufgabe. Ich meine, ist natürlich irgendwo cool gemacht, auf jeden Fall, aber dadurch, dass ich mit der nicht umgehen kann hier, wird das extrem lange dauern. Sorry. Ich bin gar nicht da. Nee, ihr seht mich gar nicht. Na gut, vielleicht diesen dunklen Vampirschwarm seht ihr schon, ne? Aber das war's auch schon. So, labt euch nicht und halt euch nicht. So. Jetzt aussaugen, aussaugen, aussaugen. Mehr, mehr Blut. Okay, genug davon. Au. Ach, der lebt ja jetzt natürlich noch. Habe ich vergessen. Könnt mich mal. Alter. Greift doch nicht an, wenn ich gerade am rausmachen meiner Vampirzeug bin. Ja, voll erwischt. Verdammt. Nein, nein. Oh. Das ist auch. Sie hat in gewisser Weise eine kleine Eingabeverzögerung. Und das macht das Ganze halt
in Anführungszeichen schwierig. So, loslassen. Und, na komm, wir versuchen wieder ein bisschen Blut zu spenden hier. Ob es reichen wird, wage ich zu bezweifeln. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Nein, verdammt. Ich hoffe jetzt, dass wir nicht nochmal alles von vorne machen müssen. Ich gucke mal kurz. Nee. Gut. Einmal attackieren und dann wieder ab in die Wolke hier. Ja, Alter, nicht so. Die hat echt eine kleine Eingabeverzögerung. Das liegt nicht am Controller. Ja, also ich zweimal ganz kurz antippe und die schlägt auch dann halt zweimal. Naja, aber halt wesentlich langsamer. So, das war tatsächlich nur einmal. Wow. Ja, seid doch nicht überall hier. Alter. Sind aber auch verdammt flink, diese scheiß Drecksviecher. Sind wirklich flink. Au, nicht mich tot hauen hier. Das stand nicht im Vertrag. Jetzt geht doch mal so ein bisschen kampfunfähig. Nur so ein bisschen. Du kotzt mich nicht voll. Das macht mich aggressiv. Spammen. Und loslassen. Und für die Kreatur hier. Einer weniger, ist zumindest einer weniger, der mir auf den Piss gehen kann hier. Immer nur einmal brutzeln. Und nichts treffen, hervorragend. Nee, so auch nicht. Auch nicht. Bisschen getroffen, aber es hat keine Auswirkung gehabt. Und schlimm ist halt auch, dass sie sich wieder laben und wahrscheinlich auch ein bisschen heilen. Das macht die ganze Sache hier ein bisschen komplizierter. Nicht unmöglich, aber halt komplizierter. Attackiert mich doch nicht so. Meine Güte. So. Jetzt hier wieder ganz heftig A drücken, wie ich nur kann. Und ich bekomme immer weniger Blut, habe ich das Gefühl. Nein. Shit. Nein. Oh, verdammt. Scheiß Drecksviecher, dass die auch dann so schnell sterben müssen, wenn sie einmal blinken, ne? Und andere Kreaturen dann wiederum nicht. Oh, das ging aber schnell. Dann müssen wir doch gleich mal die Gelegenheit nutzen. Und dann gehen wir mal. War schön mit euch. Wir müssen Blut opfern, was wir können. Noch mehr. Wie voll soll denn die Schale werden? Soll sie überlaufen oder was? Oh, warte, 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 warte. Mitnehmen hier, was geht. Mal gucken hier und wie sieht's jetzt aus? Alter, wie oft sie sich jetzt auch schon in den Arm gebissen hat. Okay. Das wird aber auch Zeit. Was können wir jetzt mit dem ganzen Blut anfangen? Wo muss das jetzt hin? Muss das jetzt hier irgendwo zurückgebracht werden? Runter vom Turm oder wie oder was? Ja, das ist schön, dass du mir im Weg läufst hier. Ich weiß es leider nicht.
Hier muss ich nichts machen. Hier bestimmt auch nicht so viel. Außer ich muss hier nochmal in die Grabkammer. Dann glaube ich nicht. Ach, hat die mich jetzt erschreckt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas oder irgendwer. Aber nö, heute nicht. Hier haben wir nochmal so ein Fingerchen. Nehmen wir mal mit. Ich habe einen Finger für sowas. Das ist der grüne Daumen, der da leicht verwest ist. Darum ist er auch grün. Ist schon krass, dass dieses DLC jetzt schon anderthalb Stunden fast geht. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, finde ich gut, keine Frage. Nein, hier muss ich nichts machen. Dann vielleicht doch noch hier oben irgendwo. Hier geht es ja auch noch lang. Was muss ich jetzt hier tun? Komme ich hier irgendwo rauf? Nicht so. Hier kann ich was machen. Hier kann ich das Blut einsetzen. Und das nächste Rätsel. Ach so, jetzt muss das hier durchgeführt werden. Verstehe. Fast. Schon fast zauberwürfelartig. Achso, das war verlassen. Sorry, das wollte ich nicht. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ist ja ein Scheißrätsel. Das ist genau so die Art von Rätsel, weißt du, die ich nicht gerne mache in solchen Spielen. Fast wieder RT gedrückt, das wollte ich aber gar nicht. Hier, der ist sowieso verkehrt. Das ist dann besser. Nein, mach zurück. So in etwa wollte ich das. Jetzt haben wir zwei Linien verbunden und fehlt nur die dritte. Verdammt! Damn it! Ah ne, die hier ist ja auch nicht richtig. Aber da kann ich vielleicht so machen. Achso, das geht. Okay. Diese hier ist jetzt nicht verbunden, oder was? Ach so, mit nach da... Oh, shit. Alles muss ja auch noch nach unten verbunden werden. Ist ja eine scheiß Dreckskacke. Yippie-yay. Gut, und das Blut fließt nur durch das eine Ding. Was passiert? Ach, ich muss das gar nicht gleichzeitig. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja wirklich gut. Dachte jetzt schon, das wird jetzt hier das Ultra-Rätsel auf Ultra-Doom. Aber so. Ach, hallo, geht's noch? Kann ich jetzt wieder Blut lassen? Meine Güte, ist das Rätsel ja nicht ansatzweise so schwer. Zweites Glas ist gefüllt. Oder Becher oder was auch immer. Wow. So, und jetzt hier nochmal. Nö, das möchte ich nicht. Nö, das ist okay. Dann hier. Genau, machen wir so. Und hier machst du auch mal. Na, was machen wir hier denn? Ach, da muss ich so, da muss ich so und hier machen wir. Ja, passt. Und da fließt das dickflüssige Blut der dunklen Fürsten.
Rätsel gelöst. Und ich hatte nicht meine Schriftrolle dafür. Und jetzt? Wow, wow. Ich bin blind. Oder zumindest geblendet. The portal is open. I will go in. You stay here. Wait! You will die! The other side is no place for humans. Only dark beings can survive there. There is darkness in me. Yes, but there is also love, compassion, and tenderness. You must leave it all behind. You must become a creature like me. Drink my blood. Its power can protect you once you get to the other side. I'm sorry, you have no choice. I know. I never did. What is happening to me? My blood is running through your veins. It is a powerful poison that will soon kill you. You must keep drinking from me. What? No. My blood must completely replace yours. You must continue to the last drop. Many lifetimes I have lived, many I have killed. All my power will be yours now. No. Laura, please. Do it now, or you will die! Free me from this miserable existence! I beg you! Free me! Und so entstand Dracula. Und darum will er jetzt auch selbst erlöst werden. Ich kann nachvollziehen, warum er es getan hat. Sie wollte erlöst werden und er will auch erlöst werden. Er hat ihr einen Gefallen getan. Na gut, und weiter geht es dann beim nächsten Mal mit Kapitel 14. Wo wir alles weitere erfahren und wahrscheinlich gegen dieses gigantische Monster kämpfen dürfen. Na gut, dann sage ich euch jetzt, ne, tschüss und bis denne und danke euch fürs Zuschauen.